Wir reagieren heute auf ein Video von den lieben Julian Bam, der zusammen mit Rezo sich Shorts angeguckt hat. Das machen wir so oder so öfter mal auf diesem Kanal. Deswegen dachte ich mir, dass wir auf das Video reagieren, wie sie auf Shorts reagieren, während wir auf das Video von denen reagieren, wie sie auf Shorts reagieren. Oh mein Gott. Das geht noch nach oben unten, aber da falls ihr noch mehr Reaktionen sehen wollt, ich würde sagen, wir gehen her. Kann nicht mehr reden. Herzlich willkommen. Hey, das war ein cooles Edit bei seinem Mund. So! Herzlich willkommen zu. Die Tür muss jetzt mal zu. Da, 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 da. Ja, wir machen heute Shorts, weil TikTok habe ich gelöscht. Hast du gelöscht? Ich habe aktuell auch wieder TikTok gelöscht, aber ich bin echt total auch? Und guck jetzt Reels. Oh Mann. Weil ich das so ein bisschen brauche, dass ich TikTok weiter gucke. Das ist so krass, dann ne? Dann gehe ich dann auf Instagram und gehe so. Ey, das ist aber legit, ihr könnt gerne kommentieren, ob es bei euch so ist oder nicht, okay? Wir sind einfach alle fucking süchtig, kann das sein? Ob Shorts, Reels oder TikToks oder Snapchat, keine Ahnung, oder Facebook, obwohl Facebook ist Reels, ne? Schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ihr auch der Sucht verfallen oder nicht? Ey, bei mir ist es noch räudiger. Vor allem, ich mach's auch noch schlimmer. Ich reagiere auf Shots und ich reagiere auf TikToks. Auf verschiedene Kanälen. Ich mache euch kaputt. Tut mir leid. Ich bin auf Facebook geblieben. Ich schau bei Facebook. Nein. Das ist wirklich, ich schäme mich auch so. Ich bin gerade gemacht. Joke gerade. Nee. Du bist auf Facebook? Ja, ich war auf Facebook. Hey, du hast eine Facebook-App? Ich habe eine Facebook-Gruppe sogar. Was? Hä? Wieso bist denn du auf Facebook jetzt? Dann bin ich immer so und dann gucke ich so. Warte, sonst warum hast du dir Facebook? Was? Hä? Facebook installiert. Hä? Nee, stopp, halt, das ist nicht okay. Warum hast du dir Facebook installiert? Man installiert sich Facebook nicht einfach so 2024. Ich brauche irgendwas. 23. Ich brauche irgendwas zum Scrollen. Du kannst doch alles sehen, du kannst Reddit installieren oder du kannst so alles. Ja, aber ich denke mir die ganze Zeit so, boah, dann bin ich süchtig von der nächsten Plattform. Dann dachte ich so, okay, Facebook, da wird man nicht süchtig. Wir werben mit Hilfe raffinierter Mittel um unsere Aufmerksamkeit. Ich muss löschen, ich lösche Facebook. Ich will auch gar nicht lange reden. Wieso Facebook und wieso habe ich den Hoodie nicht? Aber wir haben jetzt den Finitz, weil der hier bei Eternal God rausgebracht. Super kuscheliger, weicher Ohr. Wir sind ausverkauft gewesen. Rezo meinte zu mir, Ju meinte zu mir, den kriegst du erst irgendwann später. Ich so, hä? Und da im Hintergrund ist der Panda, den ich ihm geschenkt habe. Oversize-Sweater, aber im Knit-Style. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben eine neue Homepage. Eine ganz neue Homepage für eine ganz neue Shop-Experience. Nee. Lassen Sie sich nicht stören, ne? Streitet euch komplett hier einfach. Ich höre noch auf meine Webseite, sehr gut, danke. Sehr gut, sehr gut. Es gibt jetzt auch neue Zahlungsmöglichkeiten, Klarna, Google Play und so weiter. Und ja, ich hab noch so viele. Oh, geil. Gott. War das jetzt Shift Next? Shift N ist das Next. Shift N. Haben Sie schon hobbylos mit 5 Sternen bewertet? Mein Cam ist jetzt absolut unpassend da. Junge, seit wie vielen Jahren bekomme ich die Kommentare? Schreibt jeder, dass ich aussehe wie Julian Bam. Ich bin genau. Ich weiß ja nicht so ganz, also. Ja. Was? Was? Jeder schreibt das? Man, jetzt ist meine Cam halt noch mehr im Weg. Ich passe meine Cam jetzt ganz an. Jeder. Ey, das ist so eine Mutter. Ja. Wirklich? Ich weiß nicht, ob das jeder geschrieben hat. Hä? Das ist ja unangenehm gerade. Hey, aber ich sehe, glaube ich, gerade in den Spiegel. Hey, ihr seht so gar nicht gleich aus. Ja. Nee, gar nicht. War das ein Joke jetzt? Ist das ein Troll? So. Glaub, und jetzt kommt auch noch Rezo dazu und will mich dazu zwingen, seiner äußerst angenehmen und sympathischen Stimme zuzuhören. Ich dachte, er sagt jetzt zuerst, sagen Leute, ich sehe aus wie Julian Bam. Und jetzt sagen Leute, ich sehe aus wie Rezo. Das, Hallo. Ich passe hier einfach, ich bleib hier einfach. Hi. Das ist voll der lange Daumen. Hallo. Daumen. Oh, nein. Ah. Der wird doch länger, ne? Warte, kannst du mal zurück kurz... Ja, aber das ist doch ein Soundeffekt, oder nicht? Der Soundeffekt macht's ganz weird. Natürlich, ja. Und das ist auch gar nicht so schwer. Es ist jetzt nicht so krass anders aus. Wir machen alle mit den Daumen hier irgendwas. Ein bisschen. Ja. Ich finde auch, wir waren da relativ nah dran jetzt. Ja. Aber er hat einen Finger weniger, oder? Hä, nein. Ah, nee, es sind 4, stimmt, ja. Okay, klar. Daumen sind 5. Das sind 4 Finger und ein Daumen. So. Ja, aber das ist doch ein Soundeffekt. Krass anders. Aber er hat einen Finger weniger, oder? Hä, hey, nein. Ah, nee, es sind 4, stimmt. Ja, okay, klar. Daumen hoch. 5. POV, deine Freunde laufen vor dir die Treppe hoch. POV, deine Freunde laufen vor der Treppe hoch. Vor dir der. Das ist Soso. Kennst du Soso? Ja, kenn ich. Soso, ja. Aber hast du das nicht auch manchmal? Dass ich Leuten auf den Arsch schaue? Nee, wenn du so die Treppe hochgehst und dann siehst du auf einmal so, weißt du, egal wer, einfach so den Arsch von der Person. Denkst einfach so. Ja, einmal so sniffen so. Einmal so richtig so deine Nase so reindrücken. Ja, einmal. Nur ganz kurz. Ja, hab ich ganz oft bei Leuten. Hä? Ich bin
verwirrt. Ich will niemand mehr. Ich gehe niemals wieder vor Drew die Treppe hoch. Kann das anyone else do this? Ich bin gespannt. Okay, ich habe zwar kein Geld hier, ne? Aber Freunde. Seht ihr das? Ich hab's geschafft. Ich bin der Auserwählte. Oh mein Gott. Hä? Die denken, die tricken uns die ganze Zeit so aus hier. Ja, aber der Teil bewegt sich doch auch nicht. Ja, wow. Ja. Aber der kleine Junge ist jetzt King in der Schule. Ey, ist jetzt überhaupt nichts gegen den Jungen so. Aber, also, cool war der jetzt nicht. Nee. Also auch nicht uncool. Ich sag nur halt nicht cool. So Facebook-Niveau. Ja. Das ist immer so überkrank bearbeitet, ja, voll. Ne? Sie saß da zufällig. Ja. Also das könnte vielleicht wirklich zufällig gewesen sein, aber es ist ein schönes Foto. Also. Ein sehr schönes Foto. Dieser Trend, der ist schon so lange im Internet, ja, ne? Wäre lustig, oha, wenn das auch eine Frau geworden wäre, ne? Ich gelacht. Banküberfall, ja. Crazy Robbery, die Leute kommen rausgelaufen und auf einmal kommt so ein Typ, springt, ne? Über Polizei. Das ist geil gemacht wieder. Stützt sich an der Motorhaube ab, boxt die so kaputt, pam, pam. Und dann guckt er so, guckt so rüber in die Kamera, nimmt seine Headphones so ab und dann hört man, dass er so hobbylos Podcast hört. Das wäre die beste hobbylos Werbung aller Zeiten. Ja. Und dann steht da drauf, stay motivated. Stay motivated. Ich kann mich so oft bei diesen ganzen Sachen, es gibt so viele Clips mittlerweile, so viele Animationen, ich kann mich meistens gar nicht mehr an diese Szene erinnern. Ich mich auch nicht. Nee. Ich kann mich schon 3 Tage nach dem Podcast rauskommen, nicht mehr daran erinnern, was wir geredet haben. Ja. Ich krieg dann so Nachrichten so, wo dann so steht, wegen dem, was du in der Hobbylos-Folge letztens sagtest, Nilpferde können gar nicht fliegen. So eine Nachricht krieg ich dann. Ja. Wann habe ich das gesagt? Ey, die ganze. Hey, wann ist es passiert? Jetzt du jede Kamera. Trotzdem, besser Podcast, danke. Hey, du, egal. What's wrong? Egal. Guck mal, jetzt bin ich der Einzige, der wirklich reagiert. Da kann ich mich ja groß hier machen. Guck mal, wir machen mich so hin. Tja, ich hab das Video einfach übernommen. Ist die Kamera eigentlich ausgegangen? Oh mein Gott. Wann denn? Ah, nein, jetzt reagiert. Oh mein Gott, Hilfe. Hi. Ja, moin. Da sind wir gleich wieder in 3, 2, 1 und 0. Ah, Mann. Hallo. Hallo. Ich war einmal kurz cool. Ich wollte heute aber Kim sagen. Ey, ist der fetter gemacht worden? Ist der so? Der ist so. Also, der sah damals so aus. Mittlerweile sieht er nicht mehr so aus. Ist der, ne? Jetzt ist ein ganz anderer Mensch. Der ist, er wurde ausgetrocknet. Er hat richtig so getränkt. Nein, ich folge dem gar nicht, auf gar keinen Fall. Wo denn? Als hätte der so Facebook. Scheiße. North Korea. Kamera wieder aus. Oh. Guck, das Ding ist bei den beiden, beziehungsweise bei Ju, der hat da so eine Low-Budget-Kamera stehen, die halt immer überhitzt, Alter. So eine 20€ Ikea habe ich gerade so nebenbei neben den Teddys gefunden, habe ich eingepackt, habe ich mitgenommen. So eine Kamera steht da. So wirklich zwischen Elefant und zwischen Bär, den ich im Hintergrund da habe. Dazwischen, seht ihr diesen Bär? Dazwischen war so eine Kamera, die hat er mitgenommen. Ah, nee, du. Oh, ui. Aber ist so cool mit den Dings, was sie gemacht hat. And I miss you. And I need you. And I wanna. North Korea right now. If I did this, guys. Oh my gosh. I'm executed. Krass. Einfach nur. Stimmt, ich glaube auch, ich habe mal gehört, dass wenn dein Haus brennt, bevor du irgendwie deine Kinder rettest, musst du sein, ja, hab ich auch alle gehört. Bilder von ihm retten. Weil das ist wichtiger als, also lieber sollen deine Kinder sterben, als dass ein Bild von ihm verbrennt oder so. Boah. Hab das ich ist auch schon gehört. Sick. Einmal eine Folge hobbylos dort in Nordkorea aufnehmen. Das wäre schon gut. Das wäre schon sick. Das wäre absolut. Ich muss das jetzt auch einfach mal ausprobieren. Nein, ich puste es nicht weg. Boah, die Dinger sich in den Mund zu stecken, ist überkrank. Was? Wieso überkrank ist das gefährlich? Eklig. Was passiert denn dann? Kennst du das nicht, wenn du so machst und dann so die einatmest? Hast du das Kind nicht gemacht? Was? Hä? Wer hat das als Kind gemacht? Hä? Boah, erstickst du fast. Das dürft ihr nicht machen. Aber hast du denn nicht einen Baum in der Lunge, der wächst? Da hast du doch dann... Stimmt, oh mein Gott, wir werden alle... Oh, wer es gemacht hat, haha, GG, easy, in ein paar Jahren bist du tot, weil in deinem Bauch wächst ein Baum. So Samen in der Lunge. Stimmt, ja. Also ich war ein kleines Kind, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das gesund ist, Digga. Ja, mach das nicht, auf gar keinen Fall. Ja, wirklich, mach das nicht, atme doch keine Scheiße ein. Ja, ich glaube, da kann man auch sterben, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht gut. Ja, ich glaube auch das nicht. Das ist safe nicht gut für dich. Aber hast du nicht gemacht als Kind? Dann nicht. Nee, dann sag doch nein. Ich versuche, die Pusteblume ins Wasser zu tunken und anscheinend soll sie trocken wieder rauskommen. Na, dann wollen wir mal sehen, ob das funktioniert.
Ich sag nein. Wäre so lustig. Wenn er einfach nein. Er ist nass jetzt. Tatsache. Das ist ja cool. Oder ist es Reverse einfach? Und nee, das ist Oberflächenspannung. Oh. Krass. Das okay, Wasser das sowas kann. Nee. Dass Pusteblumen sowas können. Eigentlich ist ja eine Eigenschaft von Wasser. Ja, aber auch eine eigene, ist ja schon so eine Wechselwirkung. So ein ich bin eher auf der Wasserseite. Okay, ich bin auf der Seite vom Glas einfach. Wenn Wieso für Wasser ist, Ju für Blume, bin ich fürs Glas. Ich finde, das Glas hat gute Arbeit geleistet. Aber ich finde schon das Wasser beeindruckend. Ich find, weil ohne das Glas würde das Wasser halt überall hinfallen. Also wegschwimmen. Also Wasser direkt schwimmt ja nicht weg. Also es ist ja nicht so wie Menschen, wie wenn wir schwimmen oder wie Tiere, die schwimmen. Wasser fließt, es fließt auseinander. Pusteblumen beeindrucken. Okay. Ich finde, das ist schon so eine Kooperation zwischen den beiden. Ja, verstehe, was du meinst. Ein Joint Venture. Joint Venture. Was genau passiert eigentlich, wenn du stirbst? Wenige Sekunden, nachdem dein Herz aufhören wird zu schlagen, kriegt dein Gehirn keinen Sauerstoff mehr. Schon nach 7 bis 8 Sekunden wirst du bewusstlos und nach 30 bis 40 Sekunden erlischt deine komplette Hirnaktivität. Gestorben bist du jetzt noch nicht. Erst paar Minuten später entladen sich deine Neuronen ähnlich wie bei einem Kurzschluss und es entsteht eine sogenannte Depolarisationswelle. Eine riesige Welle, die sich langsam aber sicher über dein gesamtes Gehirn ausbreitet, alles vernichtet. Genau in dieser Phase können jetzt sogenannte Nahtoderfahrungen auftreten. Und wenn du mehr mit krassen Erkenntnissen der letzten Jahre erfahren willst, dann solltest du unbedingt mein Buch lesen. Der Wissenswert. Ich hab gar keinen Bock jetzt zu sterben. Ich auch gar nicht. Oh nee, Digga, das ist bestimmt voll stressig. Überkrank und auch diese ganze Nahtoderfahrung habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock drauf. Was sehe ich? Was sieht man denn da? Ja, so Licht und so ein Tunnel oder so. Oder? Ja, meinst du nicht, so die letzten Momente? Dein Leben nochmal, einfach nur, wie wir gearbeitet haben oder was? Das wäre so kacke, Digga. So richtig in super Zeit, aber nur am PC so. Wir wachsen dann so auf, so. Wir erleben dann nochmal, wie viel TikTok wir gescrollt haben. Alter, ist das stressig. Oh. Hey, Mate. Is it alive? It's alive! These turtles come up with the highest tides and it doesn't return to that tide for weeks. The next spring tide is not for a week away. Oh, die arme Turtle! Ja. Hat er bestimmt selber hingestellt. So was. Oh, stimmt, sowas gab es schon mit Katzen. Es gab diese Videos, wo halt Katzen gerettet wurden. Aber das Ding ist, die Leute, die die Katzen gerettet haben, haben die Katzen auch in diesen Zustand reingebracht. Sprich, die haben die Katzen hungern lassen, haben die Katzen die Augen zugeklebt mit Kleber und alles und haben dann einen auf, oh mein Gott, ich habe die Katze gerettet gemacht. Müsst euch mal das überlegen. Sowas gab es wirklich. Ist das krank? Wirklich, die Welt. Das ist häufig fake übrigens. Ne? Also ja. Das ist wirklich, also vielleicht hast du recht. Oh, was für ein Der nimmt so eine Turtle aus dem Meer, trägt sie so ganz weit weg, legt die so hin, fängt dann an zu filmen. Oh, du arme Maus! Ich glaube gar nichts mehr. Same. Where am I staying, mate? I'm sorry. Oh, er hat auch so viel gelitten. Ja, ja. Ist schon ein bisschen Selbstinszenierung. Can you do it? Ich frag mich da einfach immer so, das ist ein Typ, der macht TikToks. Und zufälligerweise macht er einen TikTok und findet dann da eine Schildkröte einfach so in der Pampa. Ja, es ist schon unplausibel, ne? Es ist unplausibel. Und auch wenn es stimmen sollte, es ist so viel Fake, dass die Moral dieser Geschichte ist, dass man einfach gar nichts mehr glauben kann. Ja, es ist leider wahr. Und das ist so ekelhaft, ne, dass du... Also, ich sag ja nicht, dass er es gemacht hat. Mhm. Aber es gibt... Also es ist ekelhaft, wenn es Leute machen. Wenn Leute irgendwie erstmal einen Vogel mit Öl einreiben, damit sie dann sagen können, oh, jetzt rette ich den Vogel. Ja, ja, voll. Es ist so abgefuckt. Ja, das ist doch voll crazy. Obwohl, ich fände es schön, wenn man mich mit Öl einreiben würde. Es ist so klassisch, Rezo. Und da greife ich mir direkt einmal in die Hose rein, um die ganze Spannung etwas zu lösen und dann weiter zu reden. Wenn ich mal retten würde, so, ne? Ja, einfach mal. Ich da so tragen würde, mit man so. Hast du gesagt? Jetzt erst mit Öl rein und dann duschen. So, ja, wäre das so schön. Ölig, ja. Wenn der dich so rettet, guck mal sein Gesicht. Ja, dann nimmt er mich so, dann packt er mich so, hebt mich so. Der hält dich dann so. Und sagt, schön. Jetzt mache ich mal die Dusche an und wasche dich. Und, ja. Einfach so, ja. Und dann guckt er dir so zu. Viele wussten es nicht, aber ich bin der Weltrekordhalter im ABC Schnellsingen international in Deutschland. Aber okay, ich bin gespannt. Ich singe jetzt extrem schnell das ABC. Hört hin. Ich werde das Video jetzt langsamer machen, damit ihr das Ganze hört. Lustig. War nicht schlecht. Nee, es war jetzt nicht kacke, ich will jetzt gar nicht haten hier. Aber war nicht schlecht. Mega. Okay. Ja, ich meine, schau dir mal unsere TikToks an, die sind nicht besser. Das ist leider wahr. Das stimmt. Also, ich will überhaupt nicht hier. Ich finde die ganz gut, ist nicht.
kann nicht judgen. Nee, wir können. Also wir beide können nie judgen. Nee, weil wir machen immer schlechteren Content. Ja, ist einfach so. Ja, und nach den beiden komm ich, weil ich mach noch schlechteren Content. Juhu. This blade is actually moving faster than you think. It looks like it's going really slow. Ja, natürlich, das ist doch jedem klar. Ja, aber sowas trotzdem, sowas beeindruckt trotzdem so diese jüngere Zielgruppe. So, ja, beeindruckt dich das? Nö, gar nicht. Gar nicht? Nö. Ich habe aber voll Angst vor diesen Maschinen, weil ein Kollege der damals in der Schule hatte seinen Finger verloren einfach. Den kompletten? Ja, also den Daumen. Und dann an so einer Maschine? Nicht an so einer Maschine. Also was ist das für eine Maschine? Die hat doch niemand bei sich zu Hause. Niemand. Das ist einfach so, als hätte sich ein Rasenmäher einfach so umgekehrt. Ja, ja, gar keinen Sicherheitsmann haben. Und der meinte so, der hat so gesägt, so irgendwelche Holzsachen, Praktikum und so weiter. Auf einmal war der Daumen ab und der ist gar nicht gecheckt. Dann guckt er so und dann liegt so dein Daumen so da und merkt so, oh shit, ich blute ja krass. Und dann ist der andere Kollege so, oh scheiße, wir müssen diesen Daumen kühlen. Was so mega smart ist, weil du musst dir vorstellen, die waren halt jünger, so, die haben keine Ahnung, die hatten auch kein TikTok, da weiß man ja, trocken und kühl. Man hatte doch kein TikTok, da wusste man sowas gar nicht. Als ob man sowas von TikTok krass lernt, hä? Ist wichtig. Und dann direkt in die Gefriertruhe getan, diesen Daumen, dann mitgenommen dann zum Arzt und dann wurde er wieder dran genäht. Voll crazy, was geht, ne? Hey, das hat sogar funktioniert. Dann hat er wieder einen Daumen gehabt. Und dann hat er erstmal so einen wacken Daumen. You will not believe what. Naja, lieber einen wacken Daumen als gar keinen Daumen. Plants did when I gave them a cup of red jello. Boah, Ameisen finde ich krass. Ameisen sind so hyper krass. It took two full days for the ants to eat all of the jello. But once the cup was empty, the ants thought it would be a great idea to use the cup as a small trash can. Ich weiß nicht, ob das Trash war. Ja, vielleicht, also vielleicht. Das waren das nicht so kleine Eier? Wollten die auch was bauen oder so? Ja, vielleicht bauen die so, weiß nicht, so Rakete und wollen abhauen einfach aus diesem scheiß Gefängnis. Ja, genau, und er sagt einfach, er unterschätzt die. Ist jetzt nicht mal Halbwissen, das ist so Zehntelwissen. Mhm. Ist es nicht so, dass die Biomasse aller Ameisen mehr ist als die Biomasse aller Menschen? Wenn das stimmt, ist es krass. Ja, wir googeln das jetzt. Stimmt. Boah, krass. Ah. Stimmt das wirklich? Ja, hab ich gerade googelt. Ah, krass. Da steht's. Ja. Ah ja, ich sehe es noch nicht, aber ich glaube dir einfach mal. Ich glaube aber wirklich, jetzt kein Scheiß, ich glaube es wirklich so. Thomas, ja. Ist das so? Mit der Biomasse? Ja, ja bestimmt. Ja, bestimmt. Thomas hat es ja auch bestellt. Thomas ist auch weiß alles eigentlich. Wissenschaftler. This actor has an incredible talent. Das ist krass, hast du es gesehen? Nee. Boah, mach Play, das ist so gut. Das ist so krass. This actor has an incredible talent. Den habe ich auch schon mal gesehen. Boah, warte, geh noch weiter. Wir gehen noch weiter. Mach mal einfach Play. Mach mal self to the ground. The reason is that he is actually training very precisely for a film scene. In the boah. Scene, he has to be shot so and fall down as if he were dead. So he's simulating the moment. Boah, sieht das krass. Krass, ne? Einfach so Ragdoll-Shit. Diese Stunt-Leute, die sind so heftig. Aber das ja. Kann doch nicht, also auch wenn du gut trainst, kann das doch nicht bekommt, sein, dass das John im Background? Nicht deinem Körper schadest. Es gibt Biomassen-News. Ah, ist Thomas. Ja. Ja. Also, das ist sogar noch krasser, als du gesagt hast. Die geschätzte Biomasse der Ameisen ist größer als die Erde einfach. Als jene von wilden Vögeln und Säugetieren zusammen. Boah. Die entsprechen rund 20% der Biomasse aller Menschen. Was? Nee, warte mal. Hä? Nee, warte mal. Nee. Als das heißt doch, dass weniger sind als Menschen. Dann. So, du hast Bullshit gesagt. Du hast Bullshit erzählt. Ey, das finde ich also, kacke jetzt. Das ist 20% der Biomasse aller Menschen, aber größer als alle Vögel und Säugetiere. Das kann nicht sein. Doch. Menschen sind Säugetiere. Ja, aber Menschen wurden hier auch mal extra. Nein, das ist doch, falsch. Das macht keinen Sinn. Ja, aber das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Rezo shit getalkt hat. Wir brauchen hier einen Naturwissenschaftler, bitte. Aber guck mal, das steht hier überall. Das ist hier, steht derselbe Satz, hier steht derselbe Satz. So verbreiten sich Fake News. Mehr als 80% der irdischen Biomasse besteht aus Pflanzen. 0,4% machen dagegen tierische Organismen wie Insekten, Fische, Wildtiere und Menschen aus. Und der Rest? Bakterien, Pilze. Boah, Bakterien 12%. 12%. 0,4% sind so alle Tiere, Insekten, Fische, Menschen und Bakterien sind so das 30-fache. Warum glaube ich das jetzt? Das andere war doch auch Quatsch. Das ist kein Quatsch. Alles Quatsch hier, Alter, das kann ich sagen. Okay, ich glaube das, was ich... Er glaubt halt das, was er glauben will, am ursprünglich Ende. Gesagt habe, stimmte. Ja, so okay. Verbreiten sich Fake News. Du hast gerade von der Säge erzählt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist der von der Schule. Der zeigt, wie man es nicht macht. Ja, das ist diese, kennst du die? Ja, ja. Die so einklappen. Da tun die immer eine Wurst drauf, weil die so ein bisschen wie ein Finger ist. Ja. Das ist so krass, ne? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, wie das funktioniert. Unter dem Tisch ist so eine, also das Teil, das dreht sich ja so. Mhm. Mit den Zähnen, sagen wir mal, nach hier. So. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt was, also
so reinballern würde, dann wird das ja aufhören. Und das ist wie so, also so ein Teil, was so reinschießt. Und das hat auch so ein bisschen so eine Knautschzone, dass das wirklich den Shit so ein bisschen auffängt, so. Also das direkt so abbricht. Und ich glaube, das wird da sogar rausgeschossen. Ich weiß nicht, wie das rausgeschossen wird, aber das geht ganz schnell rein. Super schnell geht da so ein. Wir sind einfach in Blockade, okay. Gar nichts. Ich hab auch nichts. Hä? Ich bin nur verwirrt als vorher. Ich glaube, das ist einfach unten so ein kleiner Mann, der macht so Stopp. Ich glaube auch. El Pepe. El Pepe. Was? El Pepe. Was? El Pepe. Was hat das mit was? Wieso ist das? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich komme mir auch alt vor, langsam. Wenn ich sowas sehe, ich habe einfach keinen Bezug. Auch dieses You Can't Touch This Song mit El Pepe und dann die da irgendwie voll drauf steht bei Satisfying Videos. Ist das Satisfying? Das ist schon ganz geil eigentlich so. Weiß ich nicht. Oh, ich weiß auch nicht so ganz, ob das so geil was ist. Was soll das denn? Es sind super viele Eier dann drin. Das ist Satisfying. Ja. I don't know. Ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann das jemand erklären in den Kommentaren. Weiß auch nicht, was man da erklären soll. Was man da erklären soll, tut mir leid. Was man da erklären soll, jetzt besser. Cool. Er kann das. Er kann es einfach. Ja. Ey, schon wieder so ein Video. Ey, wieso immer. Wirkt smarter noch harder. Immer noch so eine harder. Compilation. Die Reaktion. Er hat sich einfach aufgenommen, wie er. Und so macht er voll viele Views. Das ist auch eine Reaktion, das ist eine Art Reaktion. Das ist eine Art Reaktion. Ja. Das ist das, was wir machen, halt in weiß nicht. In einer anderen Form, Shorts-Form. Also, ja. Ich finde ihn weird. Dass man nur noch so guckt, weil das kann er ja auch benutzen für ganz viele Videos. Er hat drei Gesichtsausdrücke und 100 Videos drauf. Das Ganze ja vorproduziert einfach. Ich weiß nicht mal, ob das sein Gesicht ist überhaupt. Kann er irgendein Gesicht. Alter. Ja. Stimmt. Wie ich glaube, außerdem, wenn ich ihm gönne. Versus, wie ich wirklich aussehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Aber ganz kurz, kannst du mir wieder helfen? Was denn? Kannst du mir wieder helfen, zu erfahren, wie, was heißt das genau? Heißt, wenn ich ihm gönne, dass sie passiv was tut? Also ist es, sie wird gut, sozusagen von hinten gerade? Hm. Ist das die. Wieso? Ich glaube, es geht um Blasen. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Oder heißt ihm, also wenn ich gönne, ist das was Aktives? Ist das ein aktiver Akt von. Aber dann würde ich sagen, dann wäre der Satz eher, wie ich glaube, aussehen, wenn ich ihm gebe. Ja. Aber man gönnt ja auch, wenn man. Ich glaube, dass die Dame sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat. Ich weiß ja nicht, was das alles heißt, Digga. Ich komme mir einfach so losgelöst vor. Wie Talks. Der Welt. Ja. Ist nicht mehr meine Welt. Liebe Freunde, das war schon einfach mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann like doch und kommentiert doch. Folgt und subscribe und Glocke. Oh, was cringe as fuck. Scheiße, Alter. Deswegen lade ich dich ja nicht mehr ein, ey. Es tut mir leid. Willst du noch letzte Worte sagen? Ach nö. Ach nö. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da und bis zum nächsten Mal. Wo ich liebe und ciao. Und schaut bei Rezo vorbei. Bei Ju. Bei Ju und Rezo. Wow.